passiert hier? Was geht ab? Herzlich willkommen auf ein erneutes Video auf meinem Kanal, Freunde. Applaus, jetzt mal wieder vor die Kamera geschafft. Wie geht es euch? Wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen, Leute. Und ja, Freunde, und ihr wisst leider, wie es derzeit abläuft wegen Quarantäne, dies, das und jenes. Aber heute geht es mal um etwas Spezielles. Bevor wir anfangen, das war schon immer ganz wichtig. Richtig fresh. In diesem Video geht es schon, wie ihr am Titel erkennen könnt, um Arten von Quarantäne. Jetzt kommen die meisten die Arten von Quarantäne. Wie ausgelutscht. Oh mein Gott, so lange gewartet für ein Arten von Video. Dann zieht wieder. Was soll ich machen? Ich darf seit einer Woche nicht rausgehen, Alter. Ich muss zu Hause bleiben und mir ist nichts anderes eingefallen. Also dachte ich, wir drehen jetzt einfach mal ein Arten von Video. Nach 3 Jahren mal wieder das erste Arten von Video. Freunde, so ein Geschwätz, ich fange einfach mal gleich an mit dem ersten Thema. Jeder kennt doch diese eine Person, die nur die ganze Zeit sauber macht. Weil der Person nichts anderes einfällt, wie sauber zu machen. Und zwar das Ganze schaut jetzt ungefähr so aus. Alter, mein Kissen. Das schaut doch gar nicht gut aus, das muss in die andere Richtung, Mann. Das muss so und das muss dahin. Ah, fuck, das auch noch stimmt, Mann. Meine Decke muss auch noch schön gemacht werden. Opa, sehr schön. Was könnte ich noch sauber machen? Ah, stimmt. Meine Caps und so. Ah, stimmt, das könnte ich auch machen. Diese Person, die kennt jeder. Jeder hat diese eine Person. Einfach nur dauerhaft die ganze Zeit pennen. Egal was du machst, egal ob du die Person anrufst, zum Zocken rufst, alles machst, diese Person pennt 24/7. Es ist jetzt schon 18 Uhr, ich penne jetzt mal. Wir haben 16 Uhr, Alter. Ach, scheiß drauf, ich schlaf weiter. 3 Wochen später. Es gibt einfach nichts Schöneres als zu schlafen. Dritter Typ von Quarantäne-Chiller. Was könnte er machen? Ein Kanake, meistens 13 bis 18, 19, 20, sogar bis 30. Sag bis 30 Jahre alt. Ganz genau, Freunde, der Zocker. Einfach der Typ, der die ganze Zeit durchgehend zockt. Er kennt nichts anderes außer zocken. Um 10 Uhr und hört dann auf in der Nacht um 5 Uhr. Und der pennt dann immer 3 Stunden und zockt dann einfach weiter. Er zockt die ganze Zeit. Er zockt einfach so lange. Für diese Person ist es der Traum gewesen, dass eines Tages die Zeit wie Quarantäne kommt. Er kennt das wahre Leben gar nicht. Indem er einfach seine Freundin in die Party einlädt und 24/7 einfach nur zockt. Das schaut ungefähr so aus. So, dann setzen wir jetzt erstmal unser Headset auf. So, dann schauen wir erstmal. Ah, Batterie leer von gestern, Akku leer von gestern. Tun wir direkt mal anschließen. Ah, da sind ja meine ganzen Freunde. Porn, welche Party gehe ich heute, Mann? Ah ja, du, der Christian, der zockt da auch ein bisschen, gell? Dann zocken wir jetzt einfach mal mit dem Christian. Yo, servus Freunde, was geht ab? Yo, was geht ab, Ja Jungs, ich zock ja auch jetzt schon ungefähr seit 27 Stunden. Habt ihr Bock auf Fortnite, FIFA oder Warzone? Was wollen wir denn heute zocken? Ja Bruder, Fortnite habe ich gestern 80 epische Siege geholt. FIFA habe ich gestern meine Freunde alle besiegt, also zocken wir heute mal wieder Warzone, Mann. Jungs, ich hab ihn. Jungs, voll easy, ich hab ihn auch, ich hab seine Mutter gefickt. Seine Mutter habe ich auch gefickt. Seine Mutter will 3 haben. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich zock hier schon seit 23 Stunden, Mann. Komm, dann geh jetzt mal einfach mal in FIFA rein. Golasso! Golasso! Ich bin dabei, Cristiano Ronaldo. Golasso! Ja, Mann! Das war doch nicht mal das Schlimmste. Die, die am Arsch sind, sind die, die arbeiten gehen müssen. Freunde, das sind einfach die, die am meisten abgefuckt sind. Oh, dann gehen wir mal hier schön arbeiten, gell? Oh, da klingelt ja mein Handy. Wahnsinn, was ist denn das für ein anstrengender Tag heute? Ich muss scheißen und ich habe immer noch 30 Minuten zur Pause, Mann. Fuck, ich kack mir gleich in die Hose. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hafalz
Köftespieß-Lieferservice. Was kann ich denn für die tun? Wir möchten ein Iron Flatrate zum Mitnehmen. Ja, und wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen, Mann? Ich kündige. Dann gibt es die, die natürlich nur Shisha rauchen. Das sind aber meistens nur Kanaken. Okay, auch ein paar Deutsche, aber meistens nur Kanaken. Morgens, die wachen auf 5 Uhr. Bruder, das Erste, was wir machen vor dem Frühstück, die rauchen einen Kopf, Digga. Die rauchen einen Kopf, Bruder. Was soll ich noch sagen, Bruder? Die rauchen einfach einen Kopf. Selbst meine Kollegen, meine Freunde, Cousins, Musings, Familie, Onkel, jeder raucht Shisha, jeder. Die denken nur an Shisha rauchen. Und das Ganze schaut ungefähr so aus. Boah, Digga, ich penne jetzt mal eine Runde. Uff. 8 Uhr morgen, Bro. I'm gonna sick him, Digga. Ich hab so Bock auf Shisha, Mann. Ah, stimmt, ich rauch ja schon. Sechs Stunden später. Nichts gegessen und nichts getrunken. Ich rauche seit 8 Uhr morgens Shisha und wir haben jetzt 21 Uhr. Freunde, aber zwei Arten gibt es noch. Die Person, die nur die ganze Zeit Netflix schaut. Sie kennt nichts anderes wie Netflix und hat bestimmt schon jede Serie 7-mal geguckt und schaut immer noch die gleiche Serie an. Und das Ganze schaut ungefähr so aus. Digga, Haus des Geldes, Mann. Was, schon wieder oder was? Digga, ich hab Haus des Geldes jetzt schon so oft angeschaut, Digga. Selbst ich könnte der Professor sein, Mann. Wie wär's mit The Walking Dead oder Prison Break? Oh nein, Mann, nicht schon wieder. Prison Break hab ich auch schon durchgeschaut gehabt. Digga, den Michael Scofield, den kann ich jetzt schon in- und auswendig. Ich hab keinen Bock mehr. 5 Staffeln, alle angeschaut. Digga, selbst ich könnte die Pläne schreiben. Ach, scheiß drauf, was für Netflix, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, ich weiß, das ist schon richtig cringe. Okay, Freunde, das war Cringe Level 100. Aber die Person, die immer rausgeht und Quarantäne der Person so scheißegal ist auf die Ausgangssperre, das interessiert die Person gar nicht. Ja, die geht raus, die trifft sich mit jedem. Für sie gibt es sowieso nur Einkaufsläden. Sie geht selbst bei Real Klamotten kaufen, weil sie so eine Klamottensucht hat. Digga, diese Menschen, die verstehe ich nicht. Die einfach ganze Zeit draußen sind. Diese Person, die einfach keine Angst hat vor der Strafe von der Polizei. Die einfach trotzdem rausgeht. Die ganze Zeit, koste es, was es wolle. Diese Person kann nicht zu Hause bleiben und muss dauerhaft raus. Genau so schaut das Ganze dann aus. Freunde. Immer der, der heimlich draußen ist. Ich hoffe, kein Bulle sieht mich, Mann. Ich bin jetzt voll cool und bin draußen, Mann. Was geht ab? Freunde, das war's dann auch schon eigentlich mit dem Video. Wenn euch diese Art meiner Video mal gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall diesen kranken Kanal hier ab. Und wenn ihr weiterhin mehr solche Videos sehen wollt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start für euch. Das heißt wieder, ich war noch niemals weg, aber ich bin auf jeden Fall wieder da und bin richtig heiß drauf und motiviert drauf, diesen Kanal zu rocken. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt auf jeden Fall ein Abo, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein bisschen Liebe da. Und ich küsse natürlich alle eure Zusammengewachsenen. Macht es gut. Euer Bini. Peace.